Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salut et Fraternité zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Genau, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem mächtigen Frankreich. Italien hat Jugoslawien den Krieg erklärt und ich denke mal, wir werden hier gleich zu den Waffen gerufen werden. Es sei denn, Jugoslawien will sich entscheiden. Von Polen. Okay, am 1. Juni müssen wir annehmen. Alles klar. So lange warten wir noch. Wir können die Türkei einladen. Gerne. Sweet. Was mit Griechenland? Griechische Meinung ist 81, ne? Nee. Zu den Waffenrufen. Königreich Rumänien, ja. Aha. Keine Sorge, wir werden das am 1. annehmen. Wir lassen uns noch ein bisschen spannend. Wer wurde da überrannt? Sieht nur ganz gut aus für uns bisher. 6 Einsatzgruppen. Mhm. Na, schon der chinesischen Volksfront beigetreten, mein Freund. Care to join? Schöne Sache, ne? Wo haben wir geringen Nachschub? Hier unten. Ach, guck mal da. Er hatte auch ein paar Einheiten aufgestellt. Da steht so eine Kolonialinfanteriedivision. Pass mal auf. Du stellst mir mal. Ich habe da halt eben, wie gesagt, Probleme mit dem Nachschub, ne? Warte mal, Hafen ausbauen, Hafen ausbauen, Hafen ausbauen, Hafen ausbauen, Infrastruktur ausbauen. In Laos wurde eine synthetische Raffinerie sabotiert, okay. Pass auf, du nimmst einen Panzer. Und eine mobile Division. Einfach nur, dass wir hier nicht mit runtergelassener Hose erwischt werden. Schön, dass du die oben einreißt auf automatisch. Genau. Wir stellen mal gerade noch ein paar Luftgeschwader auf. Die sind alle irgendwie okkupiert von meinen Alliierten. So viele
kann ich hier gar nicht zur Verfügung stellen. Okay. Ah, ich überlege gerade, in dem Moment. Pass auf. Erlaubt mal hier gerade die Konvois. So, und jetzt sagst du mir mal gerade, welche Einheiten sind denn das? Nochmal Turbotransport hier runter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jawohl, okay. Dann muss ich die Transporte hier erstmal noch erlauben. Das ist blöd. Hatte ich eigentlich keine Lust drauf, aber gut. Ach Gott. Da waren die. Okay, die hast du natürlich auch nicht. Okay, alles klar, ja. Leute, hier fällt gleich der Hammer, ne? Passt bloß auf. Wer fingiert gegen uns? Ungarn fingiert gegen uns. Na, das kann ja noch spaßig werden. So, wir haben unseren Marineschwerpunkt. Hey, die alte Schule, das passt auf jeden Fall, ne? Languedoc erhält 3 Schiffswerften. Die junge Schule. Schiffswerftproduktionsleistung plus 5% bringt mir jetzt, glaube ich, so ein bisschen mehr, ne? Okay, gut. Unsere Truppen landen wenigstens jetzt hier unten. Das ist doch ganz gut. Ja, so wie es aussieht, hat Italien jetzt nicht die allerbesten Karten, ne? Habe ich keine strategischen Bomber hier? Ah, ich habe eine taktische Bombe hier, ne? Mach mal einen strategischen Bomber. Nein, nur den hier eigentlich. Und die machst du mal bitte auf. Machst du bitte genau einen. So. Du bist bitte vorsichtig unterwegs. Und wir können uns bestimmt noch durch, weiß ich nicht, 100, 200, Düsenjäger hier, Luftüberlegenheit sichern. Ja, da müssen wir gleich mal reinschauen. Also gegen die italienische Marine werden wir größere Schwierigkeiten haben, schätze ich mal. Warum sind die nicht da? Okay, muss ich noch einen Moment warten. Ist nichts passiert. Hier auch nicht. Ah, wir haben einen Zerstörer versenkt. Okay.
klar. Selbst die Mongolen haben uns in den Krieg reinberufen. Okay. Ah, warte, stopp. Wir haben doch bestimmt bald... Haben wir die 100 Armee-Erfahrung schnell voll? Ich glaube schon, ne? Wenn man hier irgendwas kurz ist, irgendwas Schnelles. Warte, irgendwas, was nicht so lange dauert. Warte mal, da gibt es doch bei der Marine, gibt es doch diese ganzen Verbesserungen, die gehen noch relativ fix, oder? Hier, oh, wow, 72 Tage, ne? Ich warte noch drauf, dass die dem Krieg irgendwie auch noch irgendwie beitreten. Ich bin mir nicht sicher, warten wir noch drauf. Okay, Türkei ist auch mit in den Krieg rein. Gut, siedelt uns. Zwei Divisionen, ne? Okay, schön. So, dann. Holen wir mal die Panzer. Heb mal hier die Divisionsbefehl auf und schicken wir die mal hier runter. U-Boot versenkt. Aha. Transporter abgeschossen. Aha. Zwei Transporter abgeschossen. Aha. Auch hier werden Transporter abgeschossen. Okay. Und so. Push. Push. Expeditionstruppen von Litauen gerne. Krieg beitreten. Republik Lettland gerne. Expeditionstruppen Tschechien gerne. Forschung. Yeah. Bessere Torpedorohre. Gerne. Okay, wo sind meine Panzer da? Usch. So. Die sind ganz schön heftig zu knacken. Was? Das Gebirge? Oh, das ist natürlich auch okay. Das sah nicht wie Gebirge aus. Das sah für mich aus wie eine Küste. Und entsprechend warten wir, glaube ich, nochmal. Lassen wir die Infanterie. Ja, du stürmst mal sinnlos vor. Mach das mal. Bloß, ja, bloß nicht einkesseln oder so, ne? Oder überrennen, auch beliebt. Könnte ich einfach sagen, dass er als überrannt gilt? Push.
Das ist der falsche. Push. Die Streiks. Ja. 30 Tage. Du kannst direkt hier angreifen. Mach das mal bitte hier. Massive Aggressive. Ah, push zurück. Vielleicht. Werden wir einfach mal deine Chiffre entchiffrieren. So Leute, komm, darauf haben wir doch gewartet, oder? Oh nein, er ist krank. So, hat er nicht so lange ausgehalten da oben. Expeditionstrupp von der Mongolei, immer doch gerne. Ich liebe Expeditionstrupp aus der Mongolei. Kommen oft, bleiben lang, erobern alles. Ah, okay. Immerhin, wir haben ein schweres Schlachtschiff versenkt. Gut. Gut. Okay. Okay. Gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so gut gegen die italienische Marine geschlagen haben, aber die Italiener scheinen noch weniger als wir für ihre Marine getan zu haben. Oh, wir haben Marinebombe verloren. Wir haben nochmal ein paar Marinebomben verloren. Wie viele Flieger sind hier? Okay, hier passen noch ein paar drauf, ne? Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch irgendwie 400 Jäger. Ja, eigentlich erstmal auch egal. Dann machen wir noch. Ja, machen wir erstmal 400 Jäger. Und dann machen wir 200 Düsenbomber. Dann machen wir noch 600 schwere Jäger. Und dann machen wir noch. Ich weiß nicht, mach noch hiervon. Mach noch mal 400 hiervon. Das sind jetzt zu viele, ne? Mhm. Okay, pass auf, dann reduzierst du mir die auf 200 bitte. Man muss da natürlich auch mit berücksichtigen, dass halt einige unserer Verbündeten hier ihre Jäger bei uns mitstationieren, ne?
macht er irgendwelche Sachen nicht so schlau. Vor allen Dingen, weil die so, weil die so langsam reagieren. Das finde ich echt ganz merkwürdig. Da haben wir ein paar Truppen überrannt, hoffe ich. Ich könnte da jetzt eine Atombombe draufwerfen. Brauche ich aber, glaube ich, gar nicht. Die holen immer sehr schnell wieder zum Gegenangriff aus. Das ist tatsächlich gar nicht so ungeschickt von den Italienern. Wir wissen ganz genau, dass ich hier meine Taschen bauen will. Ah, okay, gut. Da haben wir. Okay, da haben wir die Tasche einfach komplett überrannt. Okay, krass. Das hätte ich halt ganz gerne gemacht, ne? Machen wir mal bitte hier noch ein paar kleinere Staffeln. Ja, läuft aber ganz gut, glaube ich. Wie sieht es denn in Nordafrika aus? Ne, das gewinnen wir doch auch, ne? Na, hat sich da unten hier sein. Hat sich da unten die Provinz geholt. Oh, wir haben freie Zivilfabriken. Okay, aber sowas braucht noch ein paar Marinebomber. Die Marinebomber sind mir, glaube ich, echt ein bisschen zu aggressiv. Ich meine, man muss ja jetzt auch nicht immer unbedingt auf die italienische Hauptstreitflotte drauf donnern. Okay, wobei, wenn ich mir ansonsten die Ergebnisse angucke, scheinen die auch nicht mehr so lange eine große Hauptstreitflotte zu haben. Hihi. Was versucht er da bloß? Moment mal bitte. Die Hafenangriffe sind nicht immer von Erfolg gekrönt, muss ich sagen. Vor allen Dingen gerne, dass ihr hier unten lang pusht. Schade. Attention. Ist
zwar dämlich, durch die Berge zu fahren, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir, glaube ich, so viel Ausrüstung haben, dass wir die eh nicht aufbrauchen werden, können wir das hier sogar riskieren. Und vielleicht die Italiener in Norditalien einkesseln. Prinzess. Oh nein. Julien Princesse Courbet, eines der berühmten Marinebomberfliegerasse von ganz Frankreich, ist im Einsatz abgestürzt. Oh nein. Da geht der War Support runter normalerweise, ne? Husch. Junge, komm. Wir haben gerade eine Atombombe abgekriegt. Das können wir nicht überleben. Das ist halt Gebirge, ne? Da verteidigen die halt brauchbar, ne? Gucken wir jetzt die Ergebnisse, glaube ich, echt gar nicht mehr an. So. Nicht so zaghaft, Jungs. Wo haben wir den knappen Nachschub? Hier oben? Naja. Okay, komm, wir forschen, die Panzer brechen in Geschosse. Die Türkei darf uns auch noch ein paar Expeditionstruppe senden, aber klar. Nordafrika haben wir auch gleich. Okay, gucken wir mal, ob das mit unserer nordalpinen Tasche funktioniert. Du greifst bitte hier an, das ist wichtiger. Okay, super, passt. Ah, das sind defekte Fabriken, ne? So, wollen wir da noch eine Atombombe reinwerfen? Oh Leute, da habe ich aber Gewissensprobleme, ne? Der Gnadengewissen. Komm, bringen wir noch ein paar mehr Nukes nach vorne.
Wir können die beide nehmen, ne? Für U-Boot-Modelle. Ja, Halleluja. Für Kreuzermodelle. Marineerfahrung für Zerstörermodelle. Ja. Können wir jetzt natürlich noch machen, ne? Dann machen wir die kolonialen Marineschlitzpunkte noch zuerst. So, und jetzt, wer greift beherzt ein? Du? Angriff auf Bologna? So, jetzt haben wir die Super-Torpedos gleich, ne? Und, weil wir hier noch Forschungsboni haben, aber mit Minen habe ich eigentlich wenig zu tun, ne? Minen legen, Torpedorohr, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Marinedoktrin machen wir. Strategische Bomber können wir noch erforschen. Sagt unsere Spionagemappe. Okay, fabrikenmäßig hält der Never Met. Sprit kann er nicht mehr viel haben. Angeblich noch 155 bis 166 Divisionen. Diese Zahl könnte sich gleich etwas verringern, wenn wir uns das hier oben so angucken. Marine hat er auch noch ein paar Schiffe, hat sogar noch ein paar Kreuzer. Luftwaffe hat er auch noch einiges. Ach, unsere Panzer, ne? Ach, einfach. Es ist eine Freude, wie die sich da so durchfräsen. Sehr schön. So. Ja, forschen wir mal den 36er Kreuzer. Junge. Junge. Wir schießen dem die Flotte komplett weg. Also, das ist viel krasser, als ich eigentlich erwartet hätte. So. China reicht diplomatischen Protest ein. Attaché zurückrufen. Ja, dann rufen wir den zurück. Ach. Ah, guck mal, deine Frontlinie ist weg. Du kannst übrigens ein bisschen aggressiver pushen. Und du pushst hier rüber, du kannst übrigens auch etwas aggressiver pushen. Schöne Sache. Dann
elektrischen Torpedos. Hm, Flugzeugkatapult. Hm, ja, ist ganz nett, aber lass mal. Die Sonar von mir aus noch. Oh, wir müssen bald Öl produzieren. Wir kriegen noch Schwierigkeiten mit der Ölversorgung. Gehen jetzt mal bitte alle in Stellung. Ich glaube, der Duce denkt sich gerade auch so, oh Mann, ich muss schnell Chinesisch lernen. Aktiviere die Pläne. Ich rechne nicht mehr mit viel Widerstand. Ja, das waren fast alle italienischen Divisionen, die wir da aufgerieben haben. Du brauchst eine neue Frontlinie. Das geht aber nicht so ohne weiteres. Ah, wir kriegen wieder diesen politische Gewaltkack. Okay. Pass auf. Du. Stellst dich mal irgendwie so hier an der Grenze zur Mongolei auf. Ja, warum nicht? Habe ich nicht irgendwie auch taktische Bomber gebaut? Nee, die erforsche ich gerade, ne? Ein bisschen leichte Art hier. Ein paar Düsenjäger, Düsenbomber. Wollen wir das noch ändern? Nee, eigentlich nicht. Die Mali sind mir zu krass. Brauchen wir noch Entscheidung? Kriegspropaganda gegen Italien? Nicht wirklich, ne? Kriegsanleihen? Wofür Fabriken? Nee, nee. War Support ist ja gut bei uns. Streiks. Okay, pass auf, wir machen das. Und wir geben die politische Macht aus. Jetzt kann es ja auch nicht mehr lange dauern, bis Italien kapituliert, ne? Italienisch Djibouti und Italienisch Tunesien. Naja, guck mal da. Aha. Was ist mal dem zu? Philippe Leclerc da rein. Hey, warum kann ich diese Linie nicht länger machen? Machen wir mal so eine schöne Verteidigungslinie da hinten hin. Mit diesen ganzen Regimentern. Ich gehe nicht davon aus, dass da tatsächlich was passiert, aber hey. Wir können es ja machen. Wie hoch ist dein War Support? Der ist doch noch ziemlich hoch, weil der Rom noch hält. Aber...
jetzt. Schwupps. Vive la France, so hätte ich es auch gesagt. Ja. 185.000 Militärausrüstung, 8.300 Zusatzausrüstung und 72.300 Sonstiges haben wir erbeutet. Die Hälfte davon bekommen wir. Ich warte erstmal, ob Jugoslawien sich da irgendwas holt. ...1700 brauchen wir. Ich kann nicht mehr alle Regionen übernehmen, okay. Ja, der hat heftig viel Radar gehabt, der Herr Bursche. Ne, warte mal, Albanien will ich gar nicht. Mach Albanien nochmal raus. Das hat er entlassen als Äthiopien. Okay, ja, das ist okay. Da kann ich mit leben. So, dann machen wir das hier, ne? Dann machen wir noch einen Satellitenstaat in Albanien. Und Zara. Machen wir zu einem überwachten Staat. Südtirol zu Österreich befreien, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Das Königreich Libyen befreien eigentlich auch nicht. Also, ne, dann hielte er Zara. Möchte ich aber nicht unbedingt machen. Habe ich nur eins. Das machen wir doch, ne? Wo ist das? Ach, da! Ja, komm, dann machen wir überwachter Staat. Und das hole ich mir auch noch. Und dann sind wir hier fertig. So. Vielleicht wird das doch noch was mit der Europäischen Union. Ein Untertan erhöht vielleicht bald seine Autonomie. Okay, gucken wir mal. Finden wir es raus. Ja, dann sage ich erstmal Danke an euch fürs Zugucken. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.